Wir haben übrigens jetzt für die Dinge, wenn Sie sich austauschen wollen, es sind zwei Studierende von uns unterwegs mit Mikrofon. Na, auf der einen Seite ist es die Frau Streifeneder auf dieser Seite und auf der anderen Seite der Herr Witt ist dort. Und die helfen auch in der Diskussion, dass wir dann auch ins Gespräch kommen können, Sie sich rege beteiligen können. Eine Frage wollte ich doch noch stellen, auch weil Bernd vorher die Folien ja übersprungen hat zum Thema Coaching. Und das ist so, dass einerseits sagst du ja auch in der Lernkultur, es kommt darauf an, dass man im Kontakt ist, sich Bälle zuschmeißt, dadurch entwickelt sich Kultur. Andererseits ist das Coaching-Verständnis ja oft so, dass das, wie es Wolfgang Loos sagt, eine Einzelberatung ist so. Wie ist da für dich der Zusammenhang? Da scheint ja ein Widerspruch drin zu sein, aber vielleicht ist er gar nicht so groß in deinem Verständnis. Vielleicht, wenn du da noch was sagen könntest. Wie ist der Zusammenhang zwischen Coaching und Organisationsberatung für dich? Also, ist immer eine Definitionssache, was man mit welchem Etikett verbindet. Ich stehe im Coaching-Verband für dieses Stichwort Coaching als Perspektive. Ich meine, dass man Coaching nicht durch die Arbeitsform definieren kann, Vier-Augen-Gespräch. Ich weiß, Wolfgang Loos macht das so und das kann man auch, man kann auch im engeren Sinn den Begriff dafür reservieren. Nur, ich wollte in keinem Verband sein, der sich nur mit Vier-Augen-Gesprächen beschäftigt. Da müsste ich ja in 20 Verbänden sein, um nur einigermaßen das Spektrum dessen, was wir können müssen, abzudecken. Das kann es nicht sein. Deswegen habe ich gesagt, für mich ist Coaching eigentlich eine spezielle Kompetenz. Das habe ich dann übersprungen. Nämlich, ich bin Experte für den Zusammenhang Mensch und Organisation und für den Zusammenhang Mensch und Profession. Und ich kann den Menschen aus Sicht der Organisation beschreiben und die Organisation aus der Sicht des Menschen. Und aus diesem Know-how heraus, wie der Arzt, wird ja auch nicht definiert heute durch eine bestimmte Untersuchungsmethode, sondern durch den wesentlichen Zusammenhang von Mensch und Welt. Und da, wenn man Coaching so versteht, dann ist es in erster Linie eine Expertise und die Arbeitsformen, in denen man das macht und die Rollen und die Spezialisierung, Top-Management oder Team-Coaching, das muss sekundär sein. Wenn man so Coaching definiert, dann wird das ein totales Sammelsurium von tausend Aspekten. Also ich würde gerne daran erkannt werden als Coach, dass ich wirklich was verstehe von dem Zusammenhang Mensch und Berufswelt und vom Zusammenhang Mensch und Organisationswelt. Und es gibt keine anderen Professionen, die aus allen Fachdisziplinen die Dinge zusammenzuholen, um dafür Experte zu sein. Mhm. Dankeschön. Was gibt es noch für Fragen bei Ihnen? Was ist aufgetaucht an Fragen? Ja, bitteschön. Kommt gerade. Da kommt das Mikrofon. Hallo, guten Abend, Herr Dr. Schmidt. Ich bin Klaus Schilling, Business Coach und ich befasse mich sehr mit dem Thema Psychodrama. Jetzt habe ich bei Ihnen häufig das Wort Rollenspiel oder Rolle gehört. Hat Sie persönlich das Psychodrama auch inspiriert oder wie sind Sie zu dem Thema Rollenspiel gekommen? Eine zweite Frage, das Thema unbewusstes Lernen hat mich auch angesprochen, diese Regelung 90% und eher nur 10% so intellektuell didaktisch. Ja, im Psychodrama würde ich die Frage unbewusstes Lernen sehr stark beantworten mit dem Hinweis Arbeit mit Symbolen und Arbeit mit Metaphern, da einen ganzen Prozess abzubilden und das Ganze dann hinterher wieder in die konkrete Handlungs- oder Arbeitswelt zu transferieren. Können Sie uns oder mir da vielleicht noch einen Hint geben, was Sie genau unter unbewusstes Lernen verstehen und was da als Methodik zum Tragen kommt. Vielen Dank. Gerne, vielen Dank für die Fragen. Psychodrama, ich war noch direkt bei einer Morelos-Schülerin. Das war eigentlich eine meiner ersten Schulen, die ich kennengelernt habe. Ich habe dann später Pesso-Style-Psychodrama gelernt. Ich finde Psychodrama klasse, aber als Arbeitsform für den Organisationsbereich ungeeignet. Weil Psychodrama derartig vielschichtige und schwer kontrollierbare Lernprozesse hervorruft, dass nur ausgesprochene Fachleute das bewältigen können, wenn überhaupt. Und im Organisationskontext ist einfach der Rahmen dafür nicht geeignet. Deswegen bin ich ganz davon weg, mit psychodramatischen Methoden zu arbeiten, auch mit soziodramatischen Methoden, auch mit Aufstellungen wegen
wegen der Umständlichkeit der Arbeitsweise, die nicht geeignet ist, als Prototyp für das Selbstweiterlernen und Regieführen verwendet zu werden. Wir haben auch Theaterworkshops, alles Mögliche probiert. Es ist alles zu kompliziert, weil die Menschen zu ungewohnt sind und es nicht beherrschen lernen. Und wir wollen ja nicht nur Fachleute ausbilden, sondern jeder Mensch, der als professionell mit komplexen Lernprozessen zu tun haben, sollte eigentlich schnell was lernen und verwenden können. Und das geht mit diesen Methoden geht das einfach nicht. Was sehr gut geht, ist mit der Theatermetapher arbeiten. Also wir sagen, und zwar ganz fließender Übergang, sagen, wenn Sie mir jetzt erzählen, dass Sie da immer den gleichen Ärger haben, auf welchen Bühnen finden das denn statt? Oder in welcher Art von Spiel ist denn das und wo ist es zum Beispiel nicht? Und wenn Sie die eine Rolle haben, wird es für Sie schwierig, wenn Sie eine andere Rolle haben, eher nicht. Wird es besser, wenn Sie die Rolle wechseln oder wenn Sie die Bühne wechseln oder jemand anders Regie führt? Also man kann die Denkweise des Theaters hervorragend benutzen, um sehr schnell sich darüber auszutauschen. Dazu braucht man gar keine Vorbildung, wie Wirklichkeit inszeniert werden kann. Und ich mache jetzt in dem Kongress Mentale Stärken Ende Oktober auch einen provokativen Workshop, der heißt Persönlichkeit ohne Psychologie, wo ich einfach solche Bilder verwende, dass man sich selbst befragen kann, ohne in diese klassischen psychologischen Methoden zu gehen, weil die oft einen Ballast mit sich bringen, den wir eigentlich den anderen Berufsgruppen nicht zumuten können. Dankeschön. Und dann war noch was mit... Ja, also habe ich auch überschlagen, diese Folie mit dem Tacit Learning. Es gibt viele Begriffe dafür. Die Schwierigkeit bei komplexen Lernprozessen ist, dass wir zwar die Oberfläche didaktisch gestalten können, das, was aber die Leute lernen, das ist wie bei der Hypnotherapie, das können wir nicht definieren. Wir können niemanden in Hypnose versetzen, wir können nur eine Anleitung geben, dass derjenige das selbst tut. Und wenn Sie zum Beispiel selbst als Weiterbildner arbeiten, da kommen Leute auf Sie zu und sagen, da, an der Stelle, was Sie da gesagt haben, das hat bei mir Kronleuchter aufgesagt. Ist toll, dass es passiert ist, hätten Sie aber nicht planen können. Also das, was entscheidend ist als Lernen, geschieht eigentlich in den Rahmen. Sie können durch gute Didaktik Rahmen setzen, dass es wahrscheinlicher wird. Aber Sie können diese Art von Lernen eigentlich nicht systematisch planen. Deswegen brauchen wir eine Didaktik, die dieses Wechselspiel gut handhabt. Dankeschön. Was gibt es noch an Fragen? Wo sind Fragen aufgetaucht? Ja, da ist hier eine Frage. Herr Hartl. Mikro, bitte. Wäsche der Aufnahme. Okay. Ja, Walter Herter von der Genossenschaft, die Unternehmerberater. Für mich gibt es eine Frage jetzt außerhalb von dem engen Rahmen, Thema humanes Wirtschaften. Ich bin selber in der Gemeinwohlökonomie tätig und aktiv und manchmal erfasst mich mittelprächtiger skeptische Haltung. Woher nehmen Sie die Zuversicht oder wie groß ist Ihre Zuversicht, dass sowas machbar ist? Bei all den Erfahrungen, die man ja mit Organisationen in Unternehmen macht. Das ist der letzte Glaube, der uns bleibt, sonst gibt es keine Rettung. Ich habe dieser Tage vor einiger Zeit einen Vortrag gehört von einem Iraner zum 50. Jahrestag des Grundgesetzes. Und der hat beschrieben, dass dort einige mutige Menschen einfach Setzungen vorgenommen haben. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Und das war nun wirklich so und ist auch heute noch in vielem nicht so. Und trotzdem ist es in vielem auch wirklich geworden. Und deswegen müssen wir einfach, und da habe ich einiges dazu geschrieben, dass wir uns nicht dauernd den Sinn verwirren lassen dürfen. Es gibt ein paar sehr einfache Zusammenhänge, die jeder würdigen und berücksichtigen kann, auch wenn wir alle nur kleine Lichter sind in unserer Wirkung. Und daran glaube ich fest, was der Watzlawick die Kettenreaktion des Guten genannt hat. Wenn wir nicht nur es gut meinen, sondern auch kompetent werden, das ist ganz wichtig. Und wenn viele zusammenspielen, dann haben wir eine Chance. Aber wir haben eh keine Alternative, als es zu probieren. Und ich muss sagen, ich bin in vielem auch ermutigt. Also man muss halt sehen, dass solche Entwicklungen in Jahrzehnten zu rechnen sind. Das geht nicht schnell.
Aber so viele Sachen hat man mir vor 25 Jahren gesagt, was du hier erzählst, das wird ja nie ein Unternehmen geben. Und vieles davon gibt es heute. Also, ob es gelingt, weiß ich nicht, aber ich weiß nichts Besseres zu tun. Ja, danke schön. Auch eine Ermutigung. Ne? Ja, was gibt es noch an Dingen, die Sie gerne ansprechen würden, an Themen? Ich darf übrigens zwischenzeitlich den Dekan der Fakultät Wirtschaftsbiologie begrüßen, den wir jetzt gerade neu gewählt haben. Ulrich Lenz ist gerade von einer anderen Veranstaltung zu uns gestoßen. Guten Abend. Ja, mich würde noch was interessieren. Du nennst dich auch Systemiker und Systemiker ist ja ein Begriff für sehr vieles und sehr Unterschiedliches. Und ist es eigentlich nach deiner Einschätzung nicht inzwischen ein rein inflationärer Begriff oder stehst du für eine ganz bestimmte Auffassung, die sich von anderen unterscheidet? Oder wie schätzt du das? Wie schätzt du das ein? Also zunächst muss man mal sagen, dass es bei den Systemikern genauso eine Dogmatik gibt wie bei allen anderen Schulen auch. Also wenn man sich systemisch nennt, ist man vor Dummheit nicht gefeit, muss man halt auch sehen. Das sind dann halt Moden. Und ich studiere, je älter ich werde, mit umso größerer Begeisterung zum Beispiel die Weimarer Romantik und die großen Geister wie Schiller, Goethe und Kant und so. Das waren alles schon Systemiker. Das haben doch nicht erst wir entdeckt, dass die Wirklichkeit natürlich die Wirklichkeit des Beobachters ist und solche Sachen. Systemisch, man muss es, also ich sehe es geschichtlich. Für mich war es trotzdem eine Revolution, weil ich so verbildet wurde im Denken, die Dinge haben eine Eigenschaft und sind wahr oder nicht wahr. Und die Eigenschaft der Dinge bestimmt sich durch ihr So-Sein und nicht durch die Zusammenhänge. Und zu erkennen, es sind die Zusammenhänge, die die Eigenschaften machen. Nehmen Sie ein Stück Holz, ob das gut brennt oder nicht, hat was von seiner Positionierung in dem geschichteten Feuer zu tun und ist nicht nur eine Eigenschaft des Stück Holz. Und deswegen war es für mich revolutionär zu sehen, Wirklichkeit ist die Wirklichkeit des Beobachters und Wirklichkeit ist gestaltbar. Und so wie man davon ausgeht, was wirklich ist, so verwirklicht man auch oder duldet, dass es verwirklicht ist. Und man muss Abstand gewinnen können, um zu sehen, es kann auch ganz anders sein und man kann lernen, dazu was beizutragen. Von daher ist für mich, also wir haben ja ein Paper dazu, was ist systemisch, das sind ganz verschiedene, ist ein Flickenteppich, klar, wie alle diese Containerbegriffe. Aber dieses Wirklichkeitskonstruktive und wirklich Verantwortung zu übernehmen für die Wirklichkeit, zu der in die ich mich ziehen lasse, zu der ich beitrage oder die ich schaffe und zu wissen, das ist meine Verantwortung. Und es gibt keine Möglichkeit, nicht verantworten zu müssen. Ich kann weggucken und ich kann Kompetenz erwerben, um es besser zu können. Und je privilegierter ich bin, desto höher ist meine Verantwortung. Das sind so ethische Haltungen des Systemischen, die mir sehr wichtig sind. Und sonst ist es halt immer wieder die Wechselspiele zu sehen, in Zusammenhänge zu denken, den Kontext nicht außer Acht zu lassen und all diese Dinge. Systemisch ist zeitweilig dann einfach zum Wertwort geworden. Jeder, der gut sein wollte, was besser sein wollte, hat sich systemisch genannt. Das ist mit Coaching heute auch so. Mhm. Aber das allein löst natürlich die Probleme nicht, sondern ist richtig. Es ist ein ständiges Ringen um wirkliche Qualität. Und wir müssen davon ausgehen, wie in allen Wissenschaften, dass wir heute nur einen kleinen Prozentsatz von den Dingen, die wir handhaben, auch wirklich nur verstehen. Vor kurzem hat ein Gehirnwissenschaftler gesagt, wissen Sie, wir verstehen nicht 5% vom Gehirn, sagen die Tiefseeforscher übrigens auch und das sagen die Astronomen übrigens auch. Wir verstehen noch nicht mal 5% davon. Das Problem ist, wir müssen trotzdem was machen. Also müssen wir schwimmen lernen, egal wie tief das Meer unter uns ist. Und das gekonnt und bedächtig zu tun, das verbinde ich mit systemisch. Und das klingt auch sehr pragmatisch, wenn du das so sagst. Ne? Das ist kein theoretischer Ansatz in dem Sinne, sondern es ist eine pragmatische Einstellung, vielleicht auch geprägt aus deiner Familientherapie-Zeit ursprünglich. Auch geprägt durch die Jungsche Psychologie. Ich bin ja auch teampsychologisch gebildet und ich finde, wie da die ganzen Gesellschaften, wenn man genau hinguckt, sind ja nach wie vor Glaubenssysteme.
die von mythologischen Bildern geprägt sind. Unsere Gesellschaft, unsere Wirtschaft, wie sie heute funktioniert, ist ja entartet in einen Konsum- und Wachstumsfetischismus, was aber auch ein Glaubenssystem ist. Das hat mit Rationalität gar nichts zu tun, ist sogar lebensgefährlich. Und deswegen dürfen wir auch die systemische Betrachtungsweise nicht nur auf die gedanklichen Konstrukte an der Oberfläche verwenden, sondern müssen sie auch die Sichtweise verwenden, wenn wir verstehen wollen, was mit uns geschieht. Denn ob wir wirklich die Handelnden sind, da bin ich gar nicht so sicher. Ja. Wir versuchen, ein bisschen den Kopf über den Tisch zu kriegen. Ja, ich frage einfach, gibt es Fragen, die bei Ihnen entstanden sind? Na, weil ich nutze gern meine privilegierte Position hier, um zu interviewen, aber da hat sich jemand gemeldet. Wunderbar. Guten Abend, Silvia Bellebein, mein Name. Ich habe jetzt eine ganz pragmatische Frage auch. Und zwar kann ich mir gut vorstellen, dass wenn ein Unternehmen oder auch ein Geschäftsführer was machen will, schnell irgendwie eine Lösung braucht und dann kommt man mit, ja, und gleichzeitig müssen wir die Kultur verändern, dann sind die sicherlich erstmal ungläubig und brauchen da Argumente, um da überzeugt zu werden. Welche Argumente ziehen denn da am besten, dass man sagt, damit bekommt man Verständnis oder damit werden die sensibilisiert, dass einfach das eine nicht ohne das andere geht? Also da möchte ich zurückgehen zu unserem Slogan, Kultur entsteht durch Kultur und Beispiele machen Schule. Ich sage, wenn Sie mit mir arbeiten wollen, dann lassen Sie uns 3 Stunden Sitzung machen und an einem Beispiel von einem Thema, das Ihnen essentiell ist, an dem wir arbeiten, können Sie erfahren, wie ich mit Ihnen daran arbeite. Und Sie können da ein Stück Kultur, für die ich stehe und die ich empfehle bei Ihnen auch als Lernkultur, nicht nur Sie, wenn Sie sie als wertvoll empfinden, sondern auch die, mit denen Sie zu tun haben, drumherum, das zu erfahren. Und wenn die, und wenn es überzeugen durch Argumente, man kriegt keinen durch Argumente überzeugt, der das nicht glauben möchte. Und glauben möchten, machen tut man die Leute, indem sie eine Erfahrung machen, bei denen ihre Seele sagt, das ist gut. Lass uns das probieren. Also ein Beispiel, ich habe mal, kamen 5 Herren von einem internationalen Konzern und hatten 20 Themen und 3 Stunden Zeit. Und wollten aber den Sprung ins nächste Jahrhundert schaffen, vor allem im letzten Jahrhundert. Und ich habe gesagt, wissen Sie was, meine Herren, wir nehmen ein Thema, ich brauche einen Verantwortlichen und den interviewe ich und die anderen interviewe ich nachher, was sie wirklich davon halten, was sie gerade gehört haben. Und habe das auf eine so gute Weise gemacht, dass derjenige sich geöffnet hat, seine Steuerung nachgedacht hat, gesagt hat, was er eigentlich machen möchte, wo er die Probleme sieht, wen er dafür braucht, was er glaubt, warum er den anderen nicht so gut gewinnen kann, ob er eigentlich eine Möglichkeit sieht, dass das so wäre. Und das waren die anderen Herren, damals waren es Herren, die mit im Raum saßen und die haben das alles mitgehört. Und durch die Art, wie ich ihn interviewt habe, begann der offen und aufrichtig zu sprechen und dann fingen die anderen zu verstehen, ach, das meint er. Und das ist eine Frage, das war mir gar nicht klar, dass er dafür die Verantwortung nimmt und dass er mich dazu braucht. Und dann habe ich die anderen interviewt wechselseitig und habe sozusagen die Systemzusammenhänge spürbar gemacht und spürbar gemacht, dass wenn man sie beachtet, entsteht eine andere Bereitschaft, aufeinander bezogen zu sein. Nach 3 Stunden sind die mit einem Thema sehr zufrieden gegangen und am nächsten Tag hat mich die Sekretärin angerufen und gesagt, was haben Sie mit denen gemacht? Eine ganze Reihe von Themen, die dauernd schon hingen, haben die in einer Sitzung am nächsten Morgen gelöst. Und zwar, weil sie eine Kultur entwickelt haben. An diesem Beispiel, die Magie hat nicht sehr lang gehalten. Nicht, dass man nicht so optimistisch sehen. Keine Wunderheilung. Aber es hat immerhin gereicht, dass sie am nächsten Morgen noch in der Magie dieser Kultur erfahren haben, welche Macht Kultur hat in der Lösung von Organisationsproblemen. Das lässt dann wieder nach und die alten Reflexe und Gewohnheiten greifen wieder ein. Und deswegen muss man Kultur in einem kritischen Maße systematisch pflegen, weil es sonst keine Chance hat gegen die alten Gewohnheiten. Und das wird meist unterschätzt. Und das können die von sich aus auch gar nicht aufrechterhalten, weil die selbst gar nicht wissen, wie sie sich selbst in die alte Trance zurückbringen. Aber nur durch Erfahrung kann man überzeugen. Und die meisten Leute haben diese Seite auch in sich. Es gibt wenige, die, wenn sie erfahren, nicht vernünftig sind. Aber wenn sie getrieben sind
von ihrer Selbstüberhöhung und von ihren paranoiden Fantasien, dann ist es sehr schwer. Darf ich da eine direkte Nachfrage dazu stellen, weil es fand ich jetzt auch sehr, sehr spannend. Und zwar, wenn die Sekretärin dich angerufen hat und gefragt hat, was haben Sie mit denen gemacht? Und die Sekretärin haben ja oft die Kommunikationshoheit im Unternehmen. Was hast du denen gesagt? Was hast du der Sekretärin gesagt, was du gemacht hast? Ach, die wollte das eigentlich, die wollte nicht wirklich eine Antwort haben. Die wollte nur ihre Verwunderung ausdrücken. Mhm. Ich weiß nicht mehr, was ich geantwortet habe, aber wahrscheinlich, ich habe jetzt mal ein Beispiel mit Ihnen wirklich ganz konkret durchgesprochen, in einer Weise, die Sie offenbar beflügelt hat. Ja. Und die Wirkung ist, und wir nennen es qualitativer Transfer. Das, da hat eine Qualität sich übertragen und das ist eine andere Art von Transfer, ja. Und kann gepflegt werden. Mhm. Gab es dazu nochmal Nachfragen? Hier, bei Ihnen. War das eine Nachfrage? Nee. Nein. Oh. Frage, okay, ja, warten Sie einen Moment, bis das Mikrofon da ist. Gerne. Also wieder ganz woanders hin, Andrian mein Name. Wir haben hier ja auch viel Universität vertreten und wir hatten jetzt sehr viel über Lernen und Lernkultur gehört. Ich war jetzt schon länger nicht mehr an der Universität, aber gibt es da von Ihnen Erfahrungen, wie man sozusagen Lernkultur an der Universität gestalten kann? Auch vielleicht für welche, die später im Leben nochmal in die Universität gehen? Also ich bin ja von der Hochschuldidaktik gekommen und ich habe immer wieder Versuche gemacht, ich bin auch Hochschulrat mal gewesen als Didaktiker. Ich bin nach wie vor erschüttert, wie zäh diese Systeme sind und dass selbst pädagogische Hochschulen in der Vorlesung erklären, warum es wichtig ist, aktiv zu lernen und dabei keinen Bauchgrimmen kriegen. Es gibt auch sehr gute hochschuldidaktische Experimente, sehr gute Erfahrungen. Gott sei Dank, je mehr die Hochschulen auch wie eure zum Beispiel an Verantwortung übernehmen für die Steuerungsfähigkeit der Menschen, die bei ihnen lernen, umso größer sind die Chancen. Aber da war jetzt zum Beispiel wieder, ich habe ja eine Stiftung gegründet und wir bieten auch unser gesamtes Know-how pro bono den öffentlichen Bildungseinrichtungen an, weil wir denken, es gehört eigentlich dorthin. In erster Linie haben auch Hochschulcurricula mit Universität Mannheim und Heidelberg zusammen gemacht. Aber es ist ein hartes Brot und wir geben nicht auf. Wir haben jetzt auch ein Curriculum angeboten über Hochschulmanagement und Hochschuldidaktik. Das Problem ist, da braucht man irgendeine Systeminsel, irgendeinen Dekan, der wirklich Verantwortung übernehmen möchte und der auch die Mittel hat. Oft ist das Problem in diesen öffentlichen Einrichtungen, dass die gar keine disziplinarische Handhabe haben und dass die Lehrenden halt mitmachen, wenn sie mögen und halt nicht, wenn sie nicht mögen. Also es ist ein sehr schwieriges Gelände. Auf der anderen Seite, wir müssen die Hochschulen, die müssen sich entwickeln. Ich weiß nicht, wie wir die Bildungslandschaft entwickeln sollen. Und ich finde es ein Jammer. Die Amerikaner machen so eine Kohle weltweit mit ihrer Hochschuldidaktik und ihrer Kultur. Wir könnten das eigentlich besser. Es wäre ein Exportschlager. Also ich gebe noch nicht auf, aber ich habe schon manchen Dämpfer gekriegt. Vielleicht sage ich einfach auch noch einen Satz dazu, weil Sie sind ja hier zu Gast bei einer Hochschule. Und das Spannende ist so der Unterschied zwischen Lehren und Lernen. Und dass es halt vielfach auch an den Hochschulen noch diese Lehrorientierung gibt. Das heißt, der Wissende ist der, der vorne steht und die Unwissenden sind die, die dabei sind. Und wir haben gerade hier an der Hochschule sehr viel mit Erfahrungslernen auch zu tun, mit wo die Studierenden mitsteuern. Gerade heute den ganzen Tag, da hinten sitzen einige unserer Studierenden auch, so haben wir das Thema Action Learning als Teil, wo die Studierenden selber das Lernen ungelöster Probleme, das angehen. Und ich glaube, im Grunde genommen geht es darum, dass ungelöste Probleme Teil der Ausbildung werden. Ne, für die Gelösten ist immer von gestern. Ne, aber wie geht man mit ungelösten Dingen um? Das ist so ein Element, aber ich bin weit entfernt davon zu sagen, das ist etwa ideal oder gelöst, das ist es nicht, sondern es ist Herausforderung. Und ich finde auch, das muss es auch bleiben, dass es das ist. Und ne,
im Übrigen ist unser Dekan schon da, wenn du es gerade sagst, so, ne, und als Gesprächspartner steht er sicher auch zur Verfügung. Die Verantwortung, die übernehmen wir, das ist klar. Ja, ganz in dem Sinne, natürlich. Aber man muss auch sehen, wirklich, dass es mit hochschuldidaktischer Schulung einzelner nicht zu machen ist. Das treibt ja auch manchmal fürchterliche Blüten. Dann lernen die alle Kennenlernübungen zu machen. Die Studenten stöhnen schon in der dritten Woche schon wieder eine Kennenlernübung. Die haben nicht also was Programmqualität bedeutet, dass wirklich von den strukturellen Gestaltungsmitteln, von allem die Dinge so zusammengebaut werden, dass sie für den Lernenden in der Komplexität machbar sind und nicht das Bildungsangebot breit gestreut ist und die Integrationsverantwortung beim Lernenden bleibt. Da haben wir noch einen ziemlichen Weg, aber es gibt einige Hochschulen, die das sehr ernst nehmen. Oft sind es dann Gruppierungen von Lehrenden, also eher Inselbildungen. Strukturell kenne ich noch keine Hochschule, die das systematisch umsetzt. Aber wir kommen vielleicht irgendwann dahin. Ja, darf ich fragen, gibt es noch Dinge, die Sie klären wollen? Dann müssen Sie es jetzt klären. Es ist nicht mehr wahnsinnig viel Zeit. Wer möchte noch eine Frage stellen? War da jemand, der sich gemeldet hat? Ah, okay, kommen Sie. Sprich jetzt oder schweige für immer. Genau. Geht, oder? Okay, hallo. Ich habe eine Frage und zwar... Sagen Sie ganz kurz Ihren Namen noch. Ich bin Viktoria Sellmeier, Studentin auch an der Schule, auch in der Volksschule. Und zwar würde mich interessieren, große Unternehmen wenden sich ja meistens an Coaches oder jemand, der ihnen dann hilft, wenn sie schon große Probleme haben. Meinen Sie, es wäre sinnvoll, dass eigentlich in jedem Unternehmen, also wie ein festangestellter Psychologe oder Coach, eigentlich immer da wäre? Das wäre ein Tropfen auf einen heißen Stein. Also zwei Drittel der Menschen, die bei uns qualifiziert werden, und das sind zweijährige berufsbegleitende Qualifizierung, 12x3 Tage, und die lernen meist noch selbstständig viele Jahre in ihren Arbeitsgruppen weiter. Und das sind dann einfach Funktionsträger, die es eh schon gibt. Also ich halte nicht so arg viel davon, jetzt einen Coach oder einen Psychologen oder irgendwas draufzusetzen. Das ist so, wie wenn man psychosomatisches Verständnis von Medizin realisieren will, indem man dann eine Halbtagsärztin einstellt, die da hinten im Stübchen sitzt. Alle anderen machen Apparatemedizin. Aber wenn es mit der Seele zu tun haben, gehen Sie bitte zum Fräulein Doktor sowieso. Das ist keine Lösung. Das muss in das Rollenverständnis der Personalentwicklung eingebaut werden. Also die müssen weg von diesem massenhaften Ausstreuen von Individualqualifizierung. Die müssen integriert in die Arbeitsprozesse, in die Personalentwicklung, in die Recruiting-Prozesse, in die Neuernennung von Führungskräften. Und zwar die nachher auch zusammenwirken, müssen zusammen lernen. Die müssen ein neues Verständnis von Personalentwicklung kriegen. Das hilft gar nichts. Wenn die sich nicht bewegen, dann entstehen genügend Probleme, mit denen können wir hunderte von Coaches beschäftigen oder Psychologen. Aber das löst das nicht. Also mein ganzes Bestreben ist, unser Know-how einzubetten in die klassischen Funktionen, die heute schon Verantwortung tragen, und denen zu helfen, sich weiterzuentwickeln. Ja, danke schön. Dann ist hier noch eine Frage. Christoph Schneck, Management Coach. Ich habe eine Frage. Inwiefern glauben Sie, dass Coaching im Unternehmen Kultur verändern kann und mit dazu beiträgt, dass sich Kultur verändert? Also es ist jetzt die Frage, je nachdem, welches Coaching wir meinen. Man kann natürlich alte Diskussionen jederzeit, wenn jemand überlastet ist, weil zum Beispiel die Jobs alle so groß sind und man trotzdem immer weiter Stellen kürzt, dann kriegt jeder eine Macke in seiner Weise. Und dann kann ich auch einen Coach dran setzen, der ihm hilft, irgendwie mit dieser Macke umzugehen. Das Problem ist aber eigentlich die Unternehmenskultur. Und wenn Coaching der Einzelne braucht dann manchmal eine Hilfe, ich will das gar nicht runtertun, das kann sehr hilfreich sein, aber wenn das System der Kultur ist und die Kulturverantwortlichen an der Stelle nichts dazulernen, ist es ein Tropfen auf den heißen Stein, der mag gut sein, aber der bewirkt nicht wirklich viel. Und ich versuche deswegen Coaching als Expertise zu fördern, dass so jemand mit zum Beispiel, wir sind ja oft auch durchaus hohe Führungskräfte, Leute mit Macht,
die dann diese Probleme kriegt, ihnen nicht nur helfen, sich selber die Wunden zu lecken, sondern zu überlegen, was können Sie eigentlich tun, um ein Beispiel zu setzen für eine andere Kulturentwicklung und Sie wirklich in Ihrer Organisationsverantwortung in die Verantwortung zu nehmen und nicht Sie einfach nur innerhalb des alten Systems zu entlasten. Und wenn das ein Coach mit seiner Expertise kann und dafür auch steht, neben dem, dass er durchaus auch 1:1 Soforthilfe leistet, ist auch manchmal wirklich notwendig, wenn man in Not ist, aber es dabei nicht stehen lässt, dann glaube ich, nicht ein einzelner Coach, aber zunehmend ein sich qualifizierendes System und auch ein Coaching-Verband, der nicht für Einzelcoaching steht, sondern sagt, wir machen zum Beispiel vom DBVC, wenn ich jetzt kurz erzählen darf, was eben auch ein Beitrag dazu ist, dass wir weggehen von diesem 1:1-Coaching. Ne? Machen wir, das habe ich ins Leben gerufen und designt, und jetzt zum 10. Mal lassen wir uns von Unternehmen einladen zu Themen der Unternehmenskultur. Wir waren jetzt im Januar bei Wirth im Hohenlogen und daneben bei Stahl. Beides Stahl macht Explosionsschutzschalter, Weltmarktführer in einem bestimmten Segment, und Wirth, Schrauben Wirth ist ja bekannt. Lassen die dann Stellung nehmen zum Thema Unternehmenskultur und was wir dafür tun. Und was es in unserem Fall heißt, und das ist bei einem Produzenten ganz anders als bei einem Händler, das ist bei einem weltweit aufgestellten anders als beim regional aufgestellten. Und so ist wirklich sehr differenziert und kompliziert und versuchen zu verstehen, was die selbst schon tun und was sie vielleicht noch brauchen könnten, um ihre Strukturen und Kulturen zu entwickeln, dass wir unsere Produkte dort hilfreich entwickeln und nicht sozusagen die immer nur uns Produkte ausdenken und denen halt versuchen zu verkaufen. Ich glaube, Gott sei Dank qualifizieren wir immer mehr interne auch Einkäufer. Ich glaube nicht, dass es noch sehr lange gehen wird, dass Bauchladencoaching von Unternehmen gekauft wird. Zumindest von den besseren nicht. Dankeschön. Und wenn es nicht Bauchladencoaching ist, was dann? Das heißt der Spezialisierung, aber auf was? Ja, das ist ganz verschieden. Da habe ich gerade einen 3-Stunden-Vortrag dazu gehalten, findet ihr auf der Website. Ich will nur mal die Richtung anzeigen. Also zum Beispiel, wenn man Coaching nicht nur als Vier-Augen-Beratung sieht, sondern als Verständnis, wie Menschen berücksichtigt werden müssen, sich klären können und lernen, kann man, wenn man ein Organisationsentwicklungsprojekt macht, mit den Verantwortlichen der Organisationsentwicklung zum Beispiel überlegen, wie können Coaching-Prozesse genutzt werden fürs Recruiting, wer zum Beispiel Organisationsentwicklung macht. Dass die Leute mit dem vorgegebenen Fokus für sich klären, ob sie dieses Projekt mitmachen wollen. Also eine Kombination zum Beispiel von Organisationsentwicklung und Coaching, das müsste dann auf Seiten des Anbieters aus einer Hand sein, wenn auch mit unterschiedlichen Verantwortlichkeiten und Funktionen, sodass Coaching in einem Programmrahmen verwendet wird und die Coaches von daher Lernkulturförderer innerhalb eines bestimmten Organisationsentwicklungsprozesses sind und damit diesen Prozess qualifizieren. Und Ähnliches kann man auch mit der Personalentwicklung machen. Mhm. Also das findet man, diese Ansätze findet man auch in dem Buch Systemische Organisationsentwicklung, und jetzt schreiben wir gerade ein Buch über systemische Lernkulturentwicklung, und wir werden, und damit will ich dann diese Serie, glaube ich, abschließen, noch ein Buch über moderne Personalentwicklung, die diese Dinge integriert und nicht nebenher laufen lässt. Da bin ich ganz guten Mutes. Also ich glaube, es gibt immer mehr sehr komplex denkende und sehr verantwortliche Menschen in den Organisationen, die durchaus diese ganzen menschlichen und berührenden Komponenten, die mit Coaching oft verbunden werden, gut finden, aber integrieren in einen richtig guten Job und nicht nebenher laufen lassen. Ich glaube, das war nochmal sehr gut so zum Abschluss, nochmal sowas zu kriegen, auch von deinem Weltbild, wo deutlich wird, dass die Rolle des Coaches sich nicht begrenzt auf eine dyadische Positionierung, sondern dass da viel Verdicht dahinter hängt, auch so in Organisationen Veränderungen zu schaffen und die Menschen mitzunehmen.
Und insofern möchte ich mich einfach sehr bedanken, dass du heute da warst, dass du was vorgestellt hast, von dir was geöffnet hast und dass es möglich war, ein bisschen besser zu verstehen, wo du eigentlich stehst und wie reichhaltig dieses Umfeld ist. Ganz herzlichen Dank dafür, dass du heute hierher gekommen bist. Ich war sehr gerne hier. Und jetzt bist du ja nach Erding gekommen. Und Erding ist nicht nur wegen der Hochschule berühmt, sondern wir haben hier auch ein vorzügliches Bier. Und jetzt sind wir ja alle ein bisschen Weltmeister geworden. Ne? Und deswegen habe ich dir und du natürlich im besonderen Maße mit all diesen Ehrungen, aber ich habe dir als kleines Andenken an den heutigen Abend das Weltmeisterglas von Erdinger Weißbier mitgebracht. Das ist für dich. Herzlichen Dank und alles Gute. Ja, wunderbar. Also, ich bin jetzt nicht unbedingt Fußballfan so voller Leidenschaft, aber ich muss schon sagen, ich schreibe Blog übrigens regelmäßig, wenn Sie sich interessieren für meine Perspektiven, kostenlos abonnieren. Sie finden die Adresse in dem Büchlein, das Sie sich jetzt vielleicht besorgt haben. Und ich meine, ich verkörpere vieles von den deutschen Tugenden und ich meine das nicht nationalistisch. Aber ich finde es irgendwie toll, wie sich Deutschland in diesen Zusammenhängen heute der Welt präsentiert. Und ich finde es ganz, wenn wir so weitermachen, können wir unsere Tugenden wirklich auch entfalten und dienlich machen in der Welt. Ja. Und das hat mir gut gefallen. Also insofern. Ja, danke schön. Und dann ist es an mir auch, mich zu bedanken bei Frau Walker, die hier für die Medien, für die Hochschule das aufgenommen hat, auch ein paar Bilder gemacht hat. Und zumindest intern den Studierenden stellen wir das zur Verfügung. Wenn da mehr Interesse ist, lassen Sie mich es einfach wissen, weil wir auch so einen Auswertebogen jetzt auf den Tischen haben, wo Sie einfach auch Feedback geben können, auch wenn wir was publizieren sollen, was wäre Ihnen wichtig, was wir publizieren, einfach, dass wir darüber auch an Ihren Wünschen entsprechen können oder wenn Sie Vorschläge haben, wer die nächsten Male kommen soll. Bedanken möchte ich mich auch bei Merlin Witt und Monika Schreifneder für den Mikrofondienst und es war noch, die Marcella Haas hat noch geholfen, hier alles so mit vorzubereiten. Herzlichen Dank an alle unsere Studierenden. Eine kleine Botschaft auch noch an unsere Studierenden oder welche, die das vielleicht noch werden wollen. Wir haben es so verabredet, weil wir so einen sehr erfahrungsorientierten Ansatz bei uns haben, also speziell auch so an meinem Lehrstuhl, dass es möglich ist, dass wenn Leute Interesse haben, so einzelfallorientierte Dinge zu untersuchen, also qualitativ auch in die Tiefe zu gehen, was ja gerade in diesem Fach Coaching, Organisationsentwicklung sehr sinnvoll ist und mit dem Ansatz Action Research, Action Learning Research gut verknüpfbar, dass wir da auch zusammenwirken könnten auf diesem Gebiet, um das so unterzubringen. Also wenn da Interesse besteht an solchen Sachen, hier auch ein Angebot dazu. Im Übrigen würde ich Sie gerne darauf hinweisen, wir haben ja diese Reihe, im letzten Jahr diese Reihe auch gegründet, Action Learning Dialog, und wo wir den Mike Pettler und den Juri Boschek schon dabei hatten. Und im Herbst wird dort mit Ottmar Donnenberg eigentlich einer der Hauptvertreter in der deutschen Sprache da sein. Wenn da jemand interessiert ist, lassen Sie mich es wissen. Wir werden auch die Termine noch rausgeben. Außerdem haben wir einen Coaching-Kongress gemacht im Januar zum ersten Mal und machen den nächsten am 26. und 27. März in Erding. Und Thema wird diesmal sein Coaching zwischen Vertraulichkeit und Firmeninteressen. Ne, diesen Spagat irgendwie zu handhaben. Herzlichen Dank, dass Sie alle gekommen sind, dass Sie da waren. Es war toll, dass Sie hier waren. Es gibt draußen auch noch, wer möchte, was zu trinken. Es gibt auch tolle Restaurants in der Stadt. Zum Beispiel gibt es das Weißbräu, wo es Erdinger Bier gibt. Nur falls jemand auch Lust hat dazu. Ein paar von uns werden sicherlich hingehen. Kommen Sie wieder zu uns. Dankeschön, dass Sie da waren. Applaus